Wenn man von Geheimfavoriten spricht, dann denken Kleinanleger nicht selten an eine 1-Dollar-, 1-Euro-Aktie, am besten eine Cent-Aktie, noch besser irgendeine Zukunftsaktie, von der überhaupt keiner weiß, am allerbesten in einer Branche, die gerade erst im Entstehen ist. Ich habe heute für euch Geheimfavoriten, ganz ordinär, kennt wahrscheinlich jeder von uns und viele von euch werden sagen, das ist doch kein Geheimfavorit. Für mich schon. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, in der ich euch nicht nur für das Jahr 2021, sondern aus meiner Sicht darüber hinaus Sektoren zeigen möchte, die in diesem und im nächsten Jahr Gewinner sein könnten. Wenn wir von Aktien sprechen, ist ganz häufig natürlich die Rede von KGV. Und bei KGV hatte ich gerade 2020 das Gefühl, dass es sich gar nicht mehr um Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis handelt, sondern dass es sich um kannste getrost vergessen handelt, weil die jungen Investoren, die Wilden, die Unerfahrenen uns alten Hasen mal 2020 gezeigt haben, wie mal investiert wird. Und ich meine das in keinster Art und Weise sarkastisch, sondern ich meine das ganz im Ernst. Denn die haben sich eine Tesla angeguckt und gesagt, was, 300 Dollar kaufe ich, 400 Dollar kaufe ich, 500 Dollar kaufe ich, 600 Dollar kaufe ich, 700 Dollar und so weiter. Mittlerweile sind wir bei 800 Dollar, obwohl es mehrere Kapitalerhöhungen gegeben hat. Ich habe das an dieser Stelle schon mal erzählt. Ich versuche ja, meine Familie und insbesondere die Kinder meiner Geschwister in Richtung Investieren zu bringen. Und zwei von ihnen leben in den USA und einer von denen investiert, klassischer Robin Hood Trader, den versuche ich mal in Richtung Value zu bringen. Und dann hat er schon, weiß ich, immer im Juni zu mir gesagt, wie sieht's denn aus mit einer Tesla? Meine ich, das ist zu teuer, würde ich nicht kaufen. Hat er trotzdem gekauft und liegt, glaube ich, über 150% oder ich glaube noch mehr, liegt da vorne. Insofern muss man sagen, die jungen Investoren, die sich gar nicht um KGV gekümmert haben, sondern einfach gekauft haben, weil sie gesagt haben, Tesla mag ich, kaufe ich. Oder zum Beispiel die Aktien, die im Bereich Energiewende aktiv sind, haben ja auch viele junge Investoren gekauft, weil sie gesagt haben, ja, das ist die Zukunft, da glaube ich daran. Ach, Bilanz nicht so wichtig, KGV nicht so wichtig, Gewinne werden sie schon machen. Nur glaube ich, dass diese Werte mittlerweile eine Bewertung erreicht haben und auch eine Bewegung hinter sich gebracht haben, dass es schwierig sein sollte, in den kommenden Monaten, vielleicht auch so auf ein Jahr gesehen, dass sie den Gesamtmarkt outperformen können. Auch 2020 sehr beliebt gewesen waren ja so die Big Tech Aktien. Wo ich sagen muss, ja, das kann ich auch sehr gut verstehen, wenn man sich zum Beispiel die Zahlen von Microsoft oder Apple anschaut, wieder extrem gute Zahlen und die erschließen ja immer wieder neue Geschäftsfelder. Bei Apple, Apple Car wird immer wahrscheinlicher, auf der anderen Seite Microsoft Azure mit unglaublichen Wachstumszahlen und gleichzeitig hat Microsoft offensichtlich das Potenzial, das PC-Geschäft zu revolutionieren, etwas, was gerade postpandemisch in Richtung Stagnation wieder gehen könnte, kann Microsoft mit den sogenannten Cloud-PCs, wo man seine eigene Hardware anschließen kann, dann zusätzlich revolutionieren und weitere Geschäftsfelder erschließen. Allerdings, da sind wir schon wieder beim KGV, da sind Multiple drin, bei denen es sich eigentlich nur noch lohnt, kurzfristig zu investieren und zu sagen, ja, ich habe da das Potenzial auf 20%, 30%, 40%, wenn die Zahlen noch sehr stark wachsen sollten. Das heißt, extrem gute Unternehmen, die dann aber auch schon sehr stark gestiegen sind. Ja, es gibt Tech-Aktien, die durchaus noch aus günstig, relativ günstig angesehen werden können. Ich habe noch am Wochenende unseren Klienten beim Performance Depot gesagt, so ein Favorit ist immer noch Alibaba, was deutlich gelitten hat und immer noch Potenzial hat. Insgesamt sind aber Tech-Werte schon sehr, sehr stark gelaufen. Auch die klassischen Zykliker, an dieser Stelle haben wir wiederholt darüber gesprochen, haben in den letzten 2-3 Monaten einen extrem starken Anstieg gesehen. Auch die asiatischen Titel, gerade die Schwellenländer, an dieser Stelle wiederholt angesprochen, sind sehr, sehr stark gestiegen. Will sagen, entweder muss es doch so sein, dass irgendwas ist, was gar keiner kennt,
Ansonsten sind die Tech-Werte gelaufen, die Zukunftsaktien sind gelaufen, die Zykliker sind jetzt schon sehr gut gelaufen, die asiatischen Titel sind gelaufen. Was soll denn eigentlich jetzt noch interessant sein? Ja, auch in diesem Sektor, worüber wir miteinander sprechen wollen, gab es zuletzt eine starke Bewegung. Ich will euch allerdings zeigen, dass da noch übergeordnetes Potenzial da ist. Und hier spreche ich von der Dienstleistungsindustrie. Denn das, was wir im Jahr 2020 gesehen haben, zum Beispiel was die privaten Konsumausgaben angeht, war es in den USA so, dass die privaten Konsumausgaben sehr solide gewesen sind. Aber das, was sehr stark ausgefallen ist, waren die Ausgaben für langlebige und nicht langlebige Güter. Und bei den langlebigen Gütern hauptsächlich, weil in den USA der Häusermarkt sehr stark ist und auch wahrscheinlich 2021 sehr stark bleiben wird. Und bei den nicht langlebigen Gütern sind es halt Güter gewesen, die wir in der Pandemie eher in der häuslichen Umgebung gebraucht haben und entsprechend bestellt haben. Was aber komplett eingebrochen ist, ist natürlich der Dienstleistungssektor, also Restaurants, Reisen und sonstige Freizeitunternehmen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber sind die nicht auch schon gelaufen? Nicht unbedingt. Dazu kommt es, und das halte ich für ganz wichtig. Erstens, wenn wir bei den Konsumausgaben bleiben, ist es so, dass wir in den USA sehen, dass die Konsumausgaben und Verbrauchervertrauen insbesondere zwar besser ausgefallen sind als erwartet, aber noch weit von den präpandemischen Werten entfernt sind. Erstens. Zweitens. In Deutschland haben wir gesehen, dass das GfK-Konsumklima im zweiten Quartal sich sehr rasch erholte und schon wieder fast so weit war im Vergleich zu dem, was wir vor der Pandemie gesehen haben, also auch wenn es ungefähr 75-80% waren. Und doch, in den letzten Quartalen sehen wir, dass das Konsumklima deutlich nach unten geht. Und wenn man sich die EU-Verbrauchervertrauendaten anschaut, die waren ja schon vor der Pandemie schlecht. Und jetzt sind sie noch viel schlechter geworden. Jetzt werde ich sagen, ja, die Daten sind schlecht, was willst du denn da? Ich bin davon überzeugt, das ist meine Überzeugung als Investor, dass die Daten, die wir am Freitag gesehen haben von Johnson & Johnson und von Novavax, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ausreichend Impfdosen im zweiten Quartal verabreicht werden können, damit ab dem dritten Quartal die Wirtschaft wieder normal funktionieren kann. Und dann sind diejenigen, die davon besonders profitieren werden, gerade die Unternehmen im Dienstleistungsgewerbe. Denn, was ja ganz wichtig ist, irgendwie muss ja auch Geld da sein, was ich ausgeben kann. In den USA sind aufgrund der starken Unterstützungen, die zuletzt stattgefunden haben, die Sparraten in allen Einkommensschichten eher nach oben gegangen und betragen mittlerweile 2 Billionen, also wenn wir die US-amerikanischen nehmen, Trillionen US-Dollar für die privaten Haushalte von 1,4 Billionen vor der Pandemie. Das heißt, das Geld ist da, das ausgegeben werden kann. Und auch in Europa hat die Sparquote zuletzt deutlich zugenommen. Das heißt, wir treffen auf eine Situation, in der die privaten Konsumenten Geld haben. Wir treffen auf eine Situation, in der das Problem, warum die Geldausgaben nicht stattfinden konnten, behoben werden können in dem Augenblick, in dem die Impfungen stattfinden. Und wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel in den USA eine sehr hohe Arbeitslosenquote ist, dann müssen wir uns fragen, ja, wo ist denn diese hohe Arbeitslosenquote entstanden? 70% kommen gerade aus dem Dienstleistungsgewerbe. Das heißt, wenn sich die Wirtschaft erholt, dann finden die auch relativ schnell wieder ihre Jobs zurück. Das haben wir auch gesehen. Als die US-Wirtschaft sich relativ schnell erholte, sind auch viele neue Jobs entstanden. Und dann gibt es aus meiner Sicht ein Gemisch, wo wir ein Potenzial haben, dass gerade im Dienstleistungsgewerbe, in der Reisebranche und aber auch in der Freizeitbranche deutlich größere Gewinne entstehen. Und der Grund, warum ich mit dem KGV angefangen habe, ist, dass der ein oder andere sagt, aber warte mal kurz, die haben doch auch für das Jahr 2021
extrem hohe KGV-Werte, diese Unternehmen. Das stimmt. Wenn ich mir zum Beispiel Starbucks angucke, hat immer noch ein erwartetes KGV für das Jahr 2021 von knapp 30. Und die haben deutliche Umsatzrückgänge und auch der Gewinn ist klar eingebrochen. Nur ist das Jahr 2021 ein normales Jahr schon für Starbucks? Oder wenn wir uns die Airlines nehmen, haben die 2021 ein normales Geschäftsjahr? Mitnichten. Bedeutet, wenn wir uns die KGVs anschauen und wenn wir von normalen Bedingungen ausgehen wollen, dann müssen wir uns eher das Jahr 2022 anschauen. Wenn ich an dieser Stelle von der Reisebranche, von Post-Pandemie-Gewinnern spreche, glaube ich, dass viele meiner Zuschauer an TUI denken. Nur hat TUI eine Eigenkapitalquote von fast 0%. Ich finde, diese Aktie ist nicht investierbar. In diesen Sektoren, und ich nenne euch nur ein Beispiel, denn unser Job ist es ja, A, rauszubekommen, wo gerade Sektoren noch sehr interessant sind. Und ich darf daran erinnern, als wir über Asien und über Vietnam gesprochen haben, haben sich nicht sehr viele dafür interessiert. Jetzt reden alle darüber. Und das ist unser Job, dass wir erkennen, wo die Chancen sind, erstens, und zweitens auch erkennen, welche Unternehmen besonders interessant sind. Und da ist es eben nicht die TUI, sondern, auch wenn ihr das nicht glaubt, ich nenne euch nur ein Beispiel, die US-amerikanischen Airlines. Wusstet ihr, dass die meisten oder viele US-amerikanische Airlines jetzt postpandemisch prozentual nicht mehr Schulden haben im Vergleich zu der Prä-Pandemie-Ära? Ist tatsächlich so. Denn sie haben jetzt zwar deutlich mehr Schulden, allerdings haben sie auch deutlich mehr Eigenkapital, weil sie nämlich Kapitalerhöhungen durchgeführt haben und die gleichen jungen Investoren, zumindest ist das meine Meinung, die einfach gesagt haben, hey Tesla, finde ich super, kaufe ich, die sagen sich jetzt, hey, die Airlines, die erholen sich, die kaufe ich. Das heißt, die sind gar nicht so stark verschuldet und haben das Potenzial, sich zu erholen. Und für unsere Klienten im Performance Depot arbeiten wir gerade die Aktien nicht nur in diesem Sektor, sondern auch in den anderen genannten Sektoren arbeiten wir heraus und zeigen, wo immer neue Investitionsmöglichkeiten da sind. Für jetzt und heute möchte ich zusammenfassen, ja, wir haben in der Reisebranche, in der Dienstleistungsbranche, in der Freizeitbranche relativ hohe KGVs für das Jahr 2021. Ich glaube, dass man sie nur als Orientierungswert nehmen kann, weil viele erst in der zweiten Jahreshälfte soweit sein werden. Zweitens, wir sehen, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass im Jahr 2021 ab der zweiten Jahreshälfte die Konsumausgaben steigen werden. Wir sehen das Potenzial der Erholung der Wirtschaft plus wir sehen, dass viele das Geld gespart haben und jetzt durchaus das im Jahr 2021 und das ist es nämlich auch im Jahr 2022 bereit sind auszugeben. Ich will euch auch charttechnisch ein Beispiel zeigen, nämlich am Beispiel der US-amerikanischen Airlines und damit ab zu den Charts. Beispielhaft möchte ich euch hier ein ETF zeigen und zwar mit dem Kürzel JETS. Das steht für die US-amerikanischen Airlines. Und jetzt könnte man sagen, ja, also warte mal kurz, wir sehen doch, dass JETS hier nach der Bekanntgabe der Impfnachricht dann auch schon wieder 20% gestiegen ist. Und deswegen haben die doch auch an der Rallye teilgenommen. Zum einen ja und zum anderen. Die Airlines laufen seit Monaten, seit Juni im Grunde genommen seitwärts. Wir hatten initial einen sehr, sehr starken Anstieg gesehen. Das war übrigens zu der Zeit, als die Robinhood-Trader gerade zusammen mit dem Moderator und dem Erfinder von Barstools die Airlines erfunden hatten. Da gab es auch ganz lustige Twitter-Nachrichten, die er dann gemacht hat, wo er dann gesagt hat, so ja, wir werden mit lauter Airlines und Southwest und so weiter über die Wall Street fliegen und werden Millionen machen. Das kommt noch von der Zeit. Seitdem befinden sich eigentlich die Airlines in einer Konsolidierung. Und diese Konsolidierung läuft aufwärtsgerichtet. Also wenn man sich hier diese Tiefs anschaut und das mit den Hochs verbindet, dann sieht man, dass wir praktisch hier den Anstieg haben und hier in dieser Zeit findet die Konsolidierung statt. Und eine solche Konsolidierung ist übergeordnet mehr bullisch. Das heißt, in der Regel wird dann dieser Kanal nach oben auch entsprechend bullisch aufgelöst.
falls der Pullback sich fortsetzen sollte, glaube ich, dass $20, was ja ein ETF ist hier mit dieser offenen Lücke, das wären nochmal 8%, eine sehr, sehr starke Unterstützung ist. Allerdings sind wir hier derzeit auch schon im Bereich wirklich starker Unterstützungen. Jetzt ist die Frage, was hat denn eigentlich dieser Sektor für ein Potenzial? Und wenn wir uns das einmal technisch anschauen, dann sehen wir, also das ist die präpandemische Ära und das ist der Ausverkauf. Und deswegen, ich finde, man braucht jetzt nicht davon zu träumen, dass die Airlines neue Allzeithochs machen, auch wenn sie ihre Cash-Burn-Rate reduziert haben, auch wenn sie profitabler arbeiten können jetzt. Trotzdem ist es so, dass man ja davon ausgeht, dass erst im Jahr 2023, gegebenenfalls 2024, die Airlines so viele Flüge machen werden, wie es vor der Ära gewesen ist, einfach aufgrund der Digitalisierung, die eingesetzt hat. Das heißt, mit der 200-Wochen-Linie und mit dieser horizontalen Unterstützung im Bereich von $27,50, es ist so, dass in diesem Sektor und alle Airlines zusammen, nicht eine einzelne Aktie, da gibt es ein Potenzial von etwa 30%. Und jetzt kommt es eben darauf an zu sagen, okay, eine starke Zone ist noch etwas tiefer, wenn man das splitten möchte. Und welche Aktie könnte eigentlich diese Bewegung outperformen und vielleicht das doch schaffen, in Richtung Allzeithochs zu laufen? Das ist unsere Arbeit, das ist das, was wir im Performance Depot machen. Für hier und heute sage ich euch, ich glaube, wenn man längerfristig denkt, und das ist nur meine persönliche Meinung und ich kann da niemandem etwas empfehlen und natürlich weiß ich auch nicht, ob ich recht habe, sondern das ist unsere Recherche, die Gewinner nicht kurzfristig, sondern längerfristig werden die tatsächlich die richtig großen Verlierer sein, nämlich Dienstleistungsgewerbe, Mietreise und Veranstaltung. Und als ein Beispiel hier dargestellt, die Airlines in den USA. Übrigens für diejenigen, die jetzt anfangen, ETF zu suchen, wir leben ja in Europa und die EU hat uns freundlicherweise verboten, US-amerikanische ETFs zu handeln. Das kann man in Deutschland gar nicht handeln, es sei denn, man ist als professioneller Händler, Investor und Trader eingetragen. Ich hoffe, dass euch die Ausgabe richtig gut gefallen hat. Wenn dem so ist, dann dürft ihr das auch gerne in den Kommentaren hinterlassen und auch mit anderen teilen. Danke für eure Aufmerksamkeit.